neue Befehle. So, oh, gute Fahrt. Hat er noch was in petto? So, Handelskammer Aufstandsgefahr minus 60. Gut, das können wir gleich mal hier Aufstandsgefahr minus 60. Wir haben zwar keine Aufstandsgefahr, aber wenn wir das Item schon mal haben, dann ziehen wir es auch da rein. Produktivität plus 25, Unterhaltskosten plus 25 für Lehmgruben. Salpeter wird eine Quarzgrube später vielleicht ganz praktisch. So, hier ist er gerade eh. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. So, Stuckenborstel feiert gerade. In Sicht. Und die gute Fahrt begleitet jetzt unser neues Die Volta. Status 1000. Unterhaltskosten sind zum Glück relativ günstig. Nach Salzgitter, ne? Von Volters nach Salzgitter. Klicken, um zu laden. Schnaps. Ich hoffe, das reicht erstmal. In Volters haben wir sonst noch Brot. Ich weiß nicht, haben wir genug Brot in Volters? Na, wird schwierig langsam. Die Brotproduktion muss ich verlegen. Sonst hat Volters bald selber kein Brot mehr. Okay. Oh Gott. Das wird später noch sehr lustig. So, ja genau. Fahr doch erstmal nach... Achso, ja, muss ja erstmal nach Volters fahren, klar. Entschuldigung. Bin so zynisch geworden. Jedes Schiff braucht... Gut, hier machen wir dann die neue Brotproduktion. Das wird natürlich mal lustig. Oh, fuck. Gifhorn braucht ja noch Stein und Stahl. Wie gesagt, ich habe ja gehört, dass es relativ normal ist, dass dann sowas passiert hier. Stein und Stahl. Oh. Aufgabe verfügbar. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Zufriedenheit plus 3. Ich beobachte sie auf Schritt und Tritt. Seife will der auch haben. Okay. Schankwirt. Minus 12.000, ja. Metzgerei und Schweinezucht. Oh. Und hier nochmal Fleischermeister. Unterhaltskosten minus 30 beim Fleischermeister. Oh, ja, sehr gut. Maurerin, beeinflusst Betonwerk. 81.000. Was? Oh, wir könnten so viel Geld mit dem sparen, aber der ist so teuer. Produziert gelegentlich extra Talg. Plus Zusatzwaren. Schiff vom Stapel gelaufen. Aber der ist 81.000, ist viel zu teuer. Metzgerei und Schweinezucht, plus 20. Spielstand gespeichert. Koordinaten eingezeichnet. Nee, da stimmt was nicht. 81.000, wir hätten ihn gut brauchen können. Das hätte uns so viel Geld gespart. Wir hätten ihn so gut in Gifhorn einsetzen können. Aber 81.000 ist mir einfach zu teuer. So. Okay, pass auf. Wir haben die Handelskammer gebaut. Wo ist denn eigentlich das Croissant? Croissant. Oh. Zeitung. Benachrichtigung. Ich habe keine Nachrichten. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Warum ist das so klein? Wo ist denn unser kleines Croissant? Kommt nicht mehr. Sie gibt uns keine Ratschläge mehr. Sie hasst uns. Sie hasst uns. Es ist nicht gut. Was wollte ich machen? Ich wollte mal... Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Einwohneraufstieg. Bierfest. Zufriedenheit plus 25. Let's go. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Handwerkskunst. Und jetzt wird's lustig. Fleischkonserven. Nähmaschinen, Pelzmäntel, Universität. Und hier noch ein Varieté und Rum. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Und Expedition. Eine neue Expedition ist verfügbar. Die Expedition machen wir in Bälde. Ich habe jetzt erstmal nur ein Haus geupgradet. So sieht es aus und so sehen die Herrschaften dort aus. Barbershop. Oh, da muss man wieder hin. Ganz dringend. Habe jetzt einmal nur ein Ding geupgradet, damit wir ein bisschen zukunftsfähiger sind. Und jetzt haben wir hier auch ein paar neue Gebäude. Eine Fensterproduktion. Dafür brauchen wir Quarz, glaube ich.
Quarzgrube, das kann man an jedem Strand machen, das ist ganz praktisch. Holzfällerhütte, haben wir eigentlich fast überall. Glashütte und Fensterfabrik. Fleischkonserven, Paprika, Rinderfarm, Großküche, Eisenmine. Und Konserven, ich glaube, die Konserven kann man sehr gut verkaufen. Aber Baukosten 15.000, eine Fabrik. Nähmaschinen können wir noch nicht machen. Brauchen wir noch mehr. Ah. Handwerker 19 von 250. Also wir haben momentan die 50, die aus irgendeinem Grund angezeigt werden. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Plus diese 19 sind unsere eigenen. Besucherkai. Reparaturkran, den brauchen wir unbedingt. Und eine Anlegestelle. Die brauchen wir ganz dringend. 250. Zusätzliche Anlegestellen, die brauchen wir unbedingt. Das heißt, wir müssen in Bälde hier noch ein paar Häuser upgraden. Das Problem ist, je mehr wir upgraden, desto mehr wollen die natürlich ihre Bedürfnisse erfüllt. Und wir haben unsere Infrastruktur gerade mal, naja, kärglich auf alles andere ausgedehnt. So, die Enterprise ist da und sie liefert den Schankwirt hierher, Zufriedenheit. Denn hier brauchen wir die Leute auch, zufrieden. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt da oben brauchen. Wir bräuchten eigentlich hier unten ein Rathaus. Wenn wir hier die Arbeiter machen, die Handwerker machen, wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir ein Rathaus hier unten hätten. Polizeiwache haben wir. Wirtshaus, öffentliches Gebäude. Das passt alles schon. Wehe, da stimmt was nicht. Hier, der hat nämlich so einen Radius und wir bräuchten eigentlich da unten noch so ein Rathaus. Wir können da natürlich eins hinbauen. Hier so, damit der Adel ja auch ein bisschen zufrieden ist. Ich glaube, bei denen ist es wichtiger. Die sind eher aufständischer, weil für die Bauern haben wir alles. Bei den anderen wird es, glaube ich, ein bisschen problematischer. Wie groß ist das Ding? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 mal 4. 4 mal 4. Okay. 2, 3, 4. 4. So, Rathaus. Eine schöne Handelskammer. Das ist echt nicht optimal. Das müsste nach oben irgendwo hin. Okay, warte. Ich schau mal kurz, wo das optimal stehen sollte. Schiff unter Beschuss. Bereit. Spielstand gespeichert. Das werden langsam mehr, wa? Und sie greifen sie nicht an, oder was? Ah, vielleicht doch. Okay, die haben, glaube ich, mehr Kanonen. Aber wir schaffen es trotzdem. Tschüss. Die Geister werden gefolgt. Wir geben unser Bestes. Treibt gut, sammeln wir mal auf. Aber nicht heute. Mal gucken, was wir kriegen. Fangzahn, wir hatten die begleitet. Hat Fangzahn jemand... nein. Soll dich der Teufel holen? Ja, entschuldige bitte mal. Annes Flaschenpost, was? Der Text lautet, falls du eine Blaujacke bist, bewaffne dich, entere ein Schiff und töte mich, wenn du kannst. Charakter-Item. Okay. Wen hatten die jetzt begleitet vorher? Segel! Shuttle begleitet die Enterprise. Nun gut. Bestimmt das güldene Einhorn. Neue Befehle. So, folgst du dem jetzt? Kanonenboot beginnt Geleitschutz. Prima, dankeschön. Das freut mich. Eines Flaschenpost. Okay. Wie sieht's denn aus hier oben?
Ich will jetzt natürlich nicht stören, aber... 25.000, naja. Ihr freundliches Interesse ist vielleicht nicht so hilfreich, wie Sie glauben. Die wird mich bald angreifen. Tja, was willst du machen? So. Schäden am Rumpf. Schäden am Rumpf. Der gute alte Rumpf, der hat wieder Schäden. So. Na los, wir liefern ab. Zack. Die gute alte Fangzahn. Wir waren gerade ganz kurz damit beschäftigt, zu schauen, wo wir hier am meisten Einfluss kriegen. Von wo aus. So wäre eigentlich ganz gut, ne? Damit muss ich alles auseinanderreißen. Das ist eigentlich nicht gut. Ist, aber das ist eh die Polizeiwache. Da ist es, glaube ich, egal, ne? Wenn ich die einfach ein bisschen nach unten setzen würde. So. Und dann würde ich das Rathaus hier so... Mauschel, mauschel. Sieht jetzt nicht wirklich wunderschön aus, aber wir kriegen damit... Ah, naja. Für das, was wir damit erreichen wollen, ist es, glaube ich, ganz... Wo ist denn der Typ? Halt mir nicht. Beeinflusst Wohngebäude. Hier ausgerüstet Rathaus. Ach, wir haben noch gar kein Rathaus. Hier, Rathaus. Ah, alles klar, okay. Dafür brauchen wir 5 Fensterglas. Nein! Okay, für später. Ich mach schon mal den hier gerade. Machen wir hier ein schönes Rathaus zwischen Feuerwehr und Dingens. Das sieht ja richtig schön aus. So, und dann schön eine Steinstraße dazwischen. So. Ja, naja. Vielleicht können wir die Polizeiwache später noch irgendwo anders hinquetschen, aber momentan ist das beides auf unserem Mittelweg. Gut. Die Enterprise, die hat noch einen Schlachter dabei. Den Schlachter würde ich gerne natürlich nach Gifhorn liefern. Bruder! So, Gifhorn, wie geht's dir denn? Gifhorn hat aktuell Stahlwerk, Kanonengießerei. Die können den Stahl, aber der, ja, Unterhaltskosten plus 50 ist mir halt zu viel. Schweinezucht, negative Attraktivität. Gespeichert. Kann man sicher brauchen. Waren. Genug Wurst, genug Klamotten. Seife läuft, glaube ich, auch noch. Und jetzt haben wir hier unten natürlich noch eine neue Riege. Fenster und sowas würde ich, glaube ich, auch in Salzgitter eher machen, ne? So, Salzgitter, wo wir immer noch 100, 142. In Salzgitter müssen wir immer noch da oben ein bisschen arbeiten. Ich traue Ihnen trotzdem nicht über den Weg. Bauern haben wir hier genug. Hier oben. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe? Ja, entschuldige, ich beeil mich. Okay, Eisen. Die Frage ist, stellen wir Stahlträger oder Kanonen her? Wir bräuchten eigentlich beides. Vielleicht machen wir auch beides. Also die ganze Produktion würde ich quasi hier hinlegen. Eisenmine haben wir. Dafür brauchen wir 2 Köhler jeweils für eine Eisenmine. Und auch 2 Stahlwerke. Gewerkschaften, das ist unsere Zukunft. Ein Funke, der zu einem Feuersturm wird und die ganze Bourgeoisie verbrennt. Freiheit und Gleichheit für alle. Ja, 2 Stahl... Ne, 3 Stahlwerke. 2 Hochöfen, 3 Stahlwerke. Pff. 200 Arbeiter. 200 Arbeiter und das hier werden 600 Arbeiter. Ui. Ja, das kann ein bisschen dauern. Okay, Köhler. Wo kriegen wir die denn hin? Bevor ich die Köhler baue, baue ich erstmal lieber hier hoch. Ja, ist ja gut. Baue ich lieber die Hochöfen. Hochofen. 2 Stück brauchen wir, ne?
Ich mach's mal ein bisschen kompakter. Ich mach mal hier an die. Da passt ich nicht genau hin. Obwohl doch, das passt genau dahin. Damit ich links vielleicht einen Köhler hinbauen kann. Zwei. Steine haben wir auch ein paar. Obwohl, ich müsste jetzt eigentlich statt den Köhler da links hinzubauen, müsste ich hier eigentlich die Dinger hinbauen. Und wir brauchen davon ja drei. Und dann hier ein schönes Lagerhaus. So müsste es eigentlich laufen. Ist ja gut da unten. Und wir bräuchten aber noch zwei Köhler. Die wir ohnehin bräuchten. Na, lass mal gucken, wo man die hinbauen kann. Ich muss ja noch nicht alles bauen. Hier 83, das ist nicht so flott. Okay, hier wird er noch bei 100%. Okay. Achso, der wäre nur bei 100%, weil da oben noch die Baupläne sind, ne? Oder? Kann ich mir vorstellen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall schon mal ein bisschen Arbeiter. Und ich glaube, wir werden hier mehr Häuser brauchen. Dadurch kriegen wir hoffentlich mehr Einnahmen. Ich hoffe, ich hoffe. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. So, Freunde. Der Beleg ist für meine Unterlagen. Wir geben unser Bestes. Schiff unter Beschuss. Was macht denn die Fangzahn hier? Hä? Was macht die denn hier? Ist sie doof? Nur ein paar Wellen entfernt. Ja, die ist weg. Ist aber auch unglaublich dumm. Oh, die ist nicht weg. Steuermann. Was macht die denn hier oben? Wie kommt ihr denn hier oben hin? Zu den Fischen. Wieso ist sie da oben? Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ja, zu Recht. Also, was? Das war wirklich dumm. Wieso ist die Fangzahn denn da oben? Die hat wahrscheinlich ein Piratenschiff verfolgt und hatte keinen anderen Auftrag und ist aber hinterher geschippert. Und wollte das kaputt machen. Ja, naja, was soll ich dazu sagen? Zum Glück hat die vorher abgeliefert. Sonst hätte ich mich jetzt... Stillstand gespeichert. Sehr geärgert. Sehr geärgert. Neue Befehle? So, Handelskammer. Alles klar. Wir brauchen also eine Handelskammer hier bei den Schlachtereien. Der ist für Metzgereien auch, ne? Metzgerei und Schweinezucht. Metzgerei und Schweinezucht. Ich werde eine hier oben wegmachen. Und stattdessen eine Handelskammer dahin bauen. Ich halte das für effektiver. So, ne? Dann kriegen wir, glaube ich, noch alle mit rein. Okay, so kriegen wir... Ja, schade. Die dürfen also nicht angeditscht sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich krieg eh nicht alle rein, also ich müsste die hier hinsetzen, die Handelskammer. Hier oben kriege ich die äußeren nicht rein, da hätte ich nur 6. Aber ab hier... mache ich so. Und die Metzgereien haben wir auch drin. Fast alle. Nee, so nicht. Es muss so sein. Ah, 5 Ziegel fehlen. Okay.